Wir kommen gleich am Anfang hier von die Steinzahnradfabrik. So, du. Das wird sich jetzt stauen, das ist okay. Theoretisch könnten wir hier oben gleich die ersten Splitter hinbauen. Wenn wir könnten. Wir haben aber gar keine Splitter. Okay. Science Packs wäre Stein und Kupfer. Ich könnte also hier zum Beispiel dich hinbauen und hätte gerne da und da. Also Steinzahnräder. Das ist jetzt ein neues Problem. Nicht schlimm. Wir bauen jetzt einfach, also brauche ich neues Metall und neues, neues Eisen, neues Kupfer. Und dann bauen wir die eine Fabrik, die wir hier unten haben, da oben hin. Komm mit. Komm mit, ihr werdet umgesiedelt. Weg. Weg, weg, weg. Weg. So. Und gib mir alles an Stein, was du hast. Und du alles an Kohle, was du hast. Und ich hätte gerne ganz viele Eisenplatten. Und ich glaube, ich habe langsam genug Munition, oder? Naja, glaube ich nicht. Wenn wir später noch Türme aufstellen zur Verteidigung, dann passt das schon. Kupfer? Kupfer abholen. So. Genug Kupfer. Okay. So, Kupfer. Rein, 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 rein. Eisen. Rein, 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 rein. Genau. Dann kommt hier jetzt eine Fabrik hin. Die nimmt von hier das und macht daneben die Zahnräder hin. Du. So. Das heißt, wenn man von oben kommt, auf der rechten Seite Stein und auf der linken die Zahnräder. Davon werden wir, glaube ich, noch ein, zwei Fabriken brauchen, denke ich mal. So, du, Steinzahnräder. Ärmchen rein, Ärmchen raus. So, das haut hin. Du stellst jetzt richtig schön Science Packs her und bringst die dann wohin? Gute Frage. Wir haben momentan nämlich noch keinen Platz dafür. Und wir haben noch keine langen Ärmchen, um das da hinten raufzulegen. Und keine Untergrundärmchen, um das nach da hinten hinzubringen. Wir müssen unbedingt die Forschung da beenden, damit wir andere, wichtigere Sachen erforschen können. Also hauen wir das mal hier rein. Du. Bitteschön. Bitteschön. 55. Ja, hier. Komm, alles da rein. So. Aber ja, das ist schon mal so ein Anfang. So ist das denn für später gedacht. Dann haben wir hier immer Reihen von Fabriken, da immer die Reihen von Fließbändern und die werden untereinander so verknüpft, dass es einigermaßen Sinn macht. Also kommt hier dann später auch hin eine Fabrik, die aus dem Kupfer dann Kupferdraht macht und dann hier hinten eine Fabrik, die das Kupferdraht von dem einen Fließband nimmt und das andere draufpackt und so weiter. Und die werden auch nicht durchgehend laufen. Also ich denke mal, gerade Stein hat nicht so viele Anwendungsgebiete. Das heißt, dieses Steinfließband wird nicht bis ganz unten durchlaufen. Das läuft irgendwie noch zwei, drei Blöcke hier weiter runter und dann ist irgendwann fertig. Dann haben wir vielleicht noch eine Fabrik, die Lenfill herstellt. Das war's dann. War doch Lenfill, oder? Was auch Stein brauchte? Ja. Sogar ziemlich viel. Cobblestone Pass braucht Stone Bricks. Stimmt, Mauern. Ziegel und Mauern müssen wir auch noch herstellen aus den Steinen. Also wird es vielleicht doch ein bisschen länger, aber es wird nicht bis ganz nach unten gehen. Bis ganz nach unten wird das dann später sein. Eisen, Kupfer, Kupferdraht, grüne Chips. Das werden die Sachen sein, die ganz wichtig unten ankommen. So. Genau, so Science Packs werden produziert. Licht. Ich hätte ganz gerne schon mal Licht, bevor du hier den ganzen Rest noch machst. Wir brauchen grüne Chips für Licht. Ja, okay. Mach mal. Komm, gib mir Licht. Danke. Licht kommt. Links und rechts nehmen die Dinger hier. Mal gucken, ob das bis später aufgeht. Ich denke eher nicht, aber versuche es wert. Die sind richtig hell geworden, kann das sein? Und hier beim Strom machen wir es
Na, auch links und rechts daneben. Immer schön gleichmäßig arbeiten. Wobei wir das nicht überall machen müssen. Ich denke, das reicht, wenn wir jetzt hier das haben. Dann 1, 2, 3 Abstand, hier das haben. 1, 2, 3 Abstand, hier das haben und so weiter. Das haut dann auch hin. Das ist richtig gut. Mitten in der Nacht, das ist so hell wie am Tag. Das haben sie auf jeden Fall auch gemoddet. Und ist eine super Idee gewesen. Was wollten wir noch? Wir wollten mehr Strom wahrscheinlich. Oder wie schaut's aus? Ja, fängt an zu straucheln. Ich brauche Boiler. Ich brauche Secondary Engines. Boiler. Gib ihm. Gib ihm. So. Ich brauche noch viel mehr Ärmchen. Ärmchen. Und ihr seid fleißig am Forschen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber die, ja, die grünen Packs, die sind ein bisschen problematisch. So. Du. Da, du. Nee, es ist zu weit weg. Genau ran, genau ran. Ja, ich freue mich schon auf die Züge. Die Steam Engines erinnern mich irgendwie ein bisschen dran. Du. Da. So, mittig, mittig. 1, 2, 3. 4 sollten okay sein. Theoretisch könnten wir sie von der anderen Seite ja auch mit Flüssigkeit befüllen. Dann müsste das so oder so hinhauen. Ah, muss ich mal gucken. Da mache ich mir nicht so wirklich den Kopf gerade drum. Also ich denke, wir können das bis ganz durchbauen. Und von da dann nochmal eine Pumpe und nochmal Befüllungsanlage. Und dann passt das schon. Was meckert hier hinten? Achso, hast kein Ärmchen. Bitteschön. So, das ist jetzt absolut Overkill. Und wird auf jeden Fall eine ganze Weile reichen, denke ich. So, du musst jetzt von da nach da. Da nach da. Von da nach da. Von da nach da. So, Zahnräder sind fertig. Science Packs müssen abtransportiert werden. Okay, dann. Mist. Ich habe keinen Platz für dich. Außer ich mache die Lampe jetzt weg. Ja, okay, Lampe weg. Müssen wir später eh alles umbauen. Ist okay. Du da. Mach voll. Schön. Bäume nicht wahllos zerstören. Halt dich zurück. Muni. Eisenplatten. Ja, also. Ich stelle mal ein paar Fließbänder her. Also wir könnten das Eisen jetzt von hier auch einmal oben rum dahin liefern lassen. Ist zwar momentan noch ein bisschen umständlich, aber wenn das Eisenfeld später weg ist, kommt hier oben eh der Bahnhof hin. Und dann kommt von oben das Erz angeliefert und dann wird es eingeschmolzen, da wird es hier hingebracht. Das passt also schon genauso wie hier. Hier können wir das Ganze auch einmal nicht in Kisten packen lassen, sondern einfach hier lang laufen. Hier lang laufen. Bäume töten. Das war echt komisch. Wir haben wirklich folgenlang in der ersten Staffel Aliens getötet. Dacka, 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 ohne Ende. Und trotzdem habe ich irgendwie doppelt so viele Bäume gekillt wie Aliens. Mindestens. Sehr komisch. So, hier brauchen wir eine Verbindung. Du weg. Du weg. Was bist du? Du da. Genau, okay. Du kannst weg. Du kannst weg. So, also, Kupfer haben wir schon mal angewöhnt. Das ist super. Es kommt von da, geht nach da, wird da eingeschmolzen und wird da rum nach da gebracht. Ich glaube, wir sollten die Schmelzöfen nachher mal ein bisschen umverlegen, um die ganzen Schlanker hier rauszubekommen. Naja, später. Jetzt das Ganze noch für Eisen. Und zwar ohne, dass wir Underground-Dinger haben. Das wird nicht gehen, weil Eisen muss dahinter. Das heißt,
Theoretisch müssten wir hier unten rumgehen, da oben rumgehen, da rumgehen, da rumgehen und dann hier das drin legen. Ich glaube, ich stelle lieber einfach mal mehr von den grünen Packs her. Da. Mach die Forschung fertig und erforsche als nächstes auf jeden Fall die Untergrunddinger. Das, ja, macht sonst wenig Sinn. Und warum wirst du nicht befüllt? Also nicht, dass wir dich gerade brauchen, aber... Ah. Der kann wohl das nicht auffüllen, wenn er still steht. Das ist ungewöhnlich. Du, Science Packs. So, für grüne Science Packs müssten wir es auch automatisieren, aber es ist vielleicht wesentlich schwieriger. Für die grünen müssten wir erstmal Fabriken bauen für Transporter Bells und für Inserter. Transporter Bells brauchen Eisen und Stein. Das ist schon mal doof. Also Eisen und Stein, Zahn. Was? Da. Eisen und Zahn, Steinräder. Das heißt, wir müssten von hier hinten die Zahnräder nehmen. Und zwar gezielt die Zahnräder nehmen, was wir noch nicht können. Wir können nur diese Ärmchen hier benutzen. Die dann hier rüber schaffen. Und von hier hinten die Eisenplatten nehmen mit einem langen Arm. Und den dahin schaffen. Also da brauchen wir noch ein bisschen mehr Hightech-Zeug für, bevor wir grüne Tränke automatisieren können. Du, da rein. Das heißt, das ist unsere Hauptaufgabe als Spieler gerade. Wir bauen die Sachen, die die Maschinen noch nicht bauen können. Und ich glaube, ich pausiere mal ganz kurz die Muni-Produktion. Zack. Und hole lieber das Eisen und Kupfer ab. Kupfer muss ich gar nicht mehr abholen. Stimmt, wir sollten die Dinger hier oben mal rausnehmen. Obwohl, ich mag die Kiste. Oh, Kohlemangel. Weil die Kiste ist ganz gut, die filtert jetzt ein bisschen was raus, weil irgendwann stockt das Ganze sonst. Und sobald es stockt, haben wir quasi verschwendete Zeit. Also arbeiten die Dinger da oben nicht und das wäre irgendwie schade. Wir brauchen auch unbedingt einen Splitter. Oh ja, Forschung ist gleich durch, dann machen wir das Ganze einfach. Also Splitter, Underground Rails, Langarme, intelligente Arme, all das brauchen wir, um jetzt möglichst schnell unsere Fabrik hochzuziehen. Und Mauern. Mauern ist aber nicht so schwer. Genau, Underground, Splitter und Fast. Das wird sofort erforscht. Braucht auch nur 20 Forschungsdingesbummens. Da, 86 davon, da gib ihm. So. Und dann... Stimmt, dann können wir diese Knickgeschichte wieder machen. Okay, wir exportieren gleich die Forschungsdinger. Wo wollen wir die Forschungsdinger hinhaben? Irgendwo an Rand, ja? Ja, ich... Na, machen wir es mal in die Richtung. Das heißt, wir nehmen gleich ein Ärmchen. Oh, das wird jetzt interessant. Hier. Das muss weg. So. Dann warte ich jetzt auf die Untergrunddinger. Mach da ein Untergrundding, mach da ein Untergrundding-Ausgang. Mach hier das Ärmchen hin. Ich brauche schon wieder Ärmchen. Wir brauchen unbedingt eine Maschine, die Ärmchen baut. Und ein Ärmchen, das die Ärmchen aus der Maschine, die Ärmchen baut, rausholt. Na, wie sich das gehört. So, du gib mir ein Ärmchen. Da. Dann kommt... keine Stromversorgung. Und wir brauchen die besseren Stromversorgungsdinger. So, das legt das dann hier hin. Moment mal. Wir können hier ja auch einfach Untergrunddinger machen, ne? Ja. Und dann ist hier ein Fließband. Dass das einfach nach da hinten bringt. Das könnten wir so einmal ganz durchziehen. Das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ich glaube, wir sollten dann die Forschungssachen gleich hier oben irgendwo hinbappen. Wobei, die nächsten Science Packs werden schwieriger zu produzieren sein. Alles, was schwieriger zu produzieren ist, wird in der Reihenfolge weiter unten sein. Das heißt, wenn wir unsere ganzen Forschungssachen hier hinbauen würden und dann später hier unten die blauen Science Packs herstellen, dann müssten die ganz bis nach hier oben transportiert werden.
Was auch wieder doof ist. Also zentral, ha? Mist. Okay. Ich mache einfach neue Fließbänder. Und zwar. Oh, sehr schön. Nee, die wollte ich nicht. Smart Inserter, die wollte ich haben. So, also neue Fließbänder. Hier, da kommen die roten Science Packs rauf. Und hier, also auf der roten, Quatsch, auf der, auf dem rechten Fließband, auf der von oben kommend gesehenen rechten Seite sind die roten Science Packs. Auf der linken Seite kommen meinetwegen die hellblauen und die anderen, die grünen. Und hier kommen dann die hellblauen und da hinten kommen die lilanen. Das wird dann unser Science-Ding-Platz sein.